Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz kurz, die Anfrage ist zustande gekommen durch eine ganz interessante Situation. Ich war im Bundestagswahlkampf an einer Schule in Bremerhaven und bin hinterher von diversen Schülerinnen angesprochen worden, die selber ein Problem mit Mobbing hatten, also erlebt haben oder sich bereit waren zu engagieren oder bereits engagiert haben, um anderen Mitschülerinnen und Mitschülern zu helfen. Wir haben uns dann im November getroffen und diese Anfrage im Grunde gemeinsam vorformuliert und vorbereitet. Und die Diskussion mit den Schülerinnen war äußerst interessant und für mich auch äußerst hilfreich. Ich kann vorweg sagen, ich finde die Antwort des Senats sehr ernsthaft und sehr differenziert. Und habe mich auch gefreut, dass dem Thema wie von Seiten der senatorischen Behörde so viel Aufmerksamkeit gewidmet worden ist. Mobbing an Schulen ist nämlich inzwischen ein sehr viel stärker beachtetes Thema. Dazu hat leider auch der Selbstmord der kanadischen Schülerin Amanda Todd vor anderthalb Jahren beigetragen, die ihre Mobbinggeschichte auf handgemalten Schildern im Internet gezeigt hatte. Es hat mich daher bei der Vorbereitung der Anfrage überrascht, dass es zu Mobbing an Schulen verhältnismäßig wenig empirische Studien und Untersuchungen gibt. Viel weniger zum Beispiel als zu Mobbing am Arbeitsplatz. Es gibt eine etwas ältere Studie aus Schleswig-Holstein, eine aus Baden-Württemberg, eine bundesländerübergreifende und eine etwas jüngere Langzeitstudie der Uni München, aber insgesamt doch eher wenig empirisches Material. Auch der Senat verweist in seiner Antwort darauf, dass eine systematische Aufarbeitung von Mobbing an Schulen erst seit kurzem in Gang kommt. Dabei ist das eigentlich relativ wichtig aufzuarbeiten, denn Mobbing an Schulen verläuft anders als Mobbing zum Beispiel am Arbeitsplatz. Die Senatsantwort weist darauf hin, dass es für Schülerinnen und Schüler praktisch gar keine sinnvolle Einteilung in Cybermobbing oder realem Mobbing möglich ist. Man ist nämlich als Schüler und Schülerin ständig online. Schule ist meist ein totaleres Lebensumfeld als zum Beispiel der Arbeitsplatz, weil auch die allermeisten Sozialbeziehungen und Freundschaften in dem schulischen Raum entstehen. Es gibt Hinweise aus den genannten Untersuchungen, dass Mobbing an Schulen häufiger vorhanden ist als im Arbeitsleben. Andererseits kommt es aber auch nicht selten vor, dass Schülerinnen und Schüler, die gemobbt werden, einfach irgendwann nicht mehr gemobbt werden, auch ohne dass irgendeine Person interveniert. Das gibt es wiederum im Berufsleben weniger. Die Position des Klassenlehrers oder der Klassenlehrerin ist einfach wesentlich präsenter und dadurch stärker als die eines Arbeitgebers. Andererseits gibt es auch da die Abwägung der Lehrkräfte, einmischen oder nicht, Intervention oder nicht. Diese Abwägung ist zum Teil sehr schwierig. Ich finde es eine wichtige Erkenntnis in der Antwort auf unsere Anfrage, dass das Verhältnis zwischen Schulreform und Mobbingrisiko widersprüchlich ist. Gemeinsames Lernen und Ganztag sind eigentlich positive Faktoren für eine wertschätzende Schulkultur. Andererseits sind es auch, wie es hier ganz richtig heißt, zusätzliche Herausforderungen an die sozialen Kompetenzen. Die Schülerinnen und Schüler verbringen nämlich einen Großteil ihres Tages zusammen. Es gibt weniger soziale Ausgleichsräume außerhalb der Schule. Mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Leistungsständen muss man auch umgehen können untereinander. Das ist eine wichtige Beobachtung und das war auch den Schülerinnen, mit denen ich in Bremerhaven gesprochen habe, eigentlich der wichtigste Punkt. Die haben gesagt, die Politik möchte mehr Ganztagsschulen, wir wollen das nicht, weil wenn wir gemobbt werden, kommen wir da nicht raus. Das ist ein Problem. Die zwar die politische und bildungspolitische Debatte verfolgt haben und gesagt haben, ja, aus bildungspolitischen Gründen ist das sinnvoll, aber für uns, die wir von Mobbing betroffen sind, ist es eine Katastrophe. Das heißt, wir müssen hier nacharbeiten und nachsteuern und müssen Möglichkeiten finden, Schülerinnen und Schüler im Ganztag auch zu schützen. Was ich problematisch finde, ist doch in der Antwort auch die sehr starke Orientierung auf den Klassenlehrer und die Klassenlehrerin als den normalen Ansprechpartner. Das war auch in dem Gespräch mit den Schülerinnen und Schülern deutlich geworden. Da war die Tendenz eher schwierig, geht meistens nicht. Das ist nicht die Stelle, die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer ist nicht die Person, wo ich meine Verletzbarkeit oder meine Schwäche zeigen will. Zum einen, weil ich im Alltag in der Schule bestehen muss und zum anderen gab es und gibt es auch Situationen, dass Lehrkräfte auch dazu neigen, in vermeintlich harmlosen Bereichen eher das zu ignorieren oder vielleicht auch manchmal mitzumachen, weil sie ja ihrerseits darauf angewiesen sind, als Lehrkraft von der ganzen Klasse zu akzeptiert werden und in die Gruppe sozusagen auch integriert zu werden.
Deshalb kommt unseres Erachtens Schulsozialarbeiterinnen und der Schulsozialarbeit insgesamt eine wichtige Rolle zu. In der Regel sind sie für Schüler und Schülerinnen die Ansprechpartnerinnen der Wahl für die Konflikte, die entstehen. Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen sind nämlich eben halt außerhalb des Kontextes Unterricht, Leistung und Bewertung ansprechbar. Dasselbe gilt für Schülerinnen und Schüler, die als geschulte Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Solche Anlaufstellen sind eigentlich wichtige Voraussetzungen, um Mobbing an Schulen zu verhindern, um Mobbingfälle früh zu erkennen und sie bearbeitbar zu machen. Die Schülerinnen und Schüler, mit denen ich gesprochen habe, haben sich hier von Politik ganz starke Unterstützung erhofft und erwarten das auch, dass wir da helfen, dass wir eine Schüler-Selbstorganisation unterstützen und auch die Möglichkeiten dafür bereitstellen. Danke Ihnen. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Kolleginnen und Kollegen hier haben ja auch schon einige Vorschläge gemacht, wie wir mit dem Problem Mobbing an Schulen weiter umgehen. Und ich habe ja eingangs erzählt, Schule ist ein sozialer Raum für Schülerinnen und Schüler. Das heißt, Opfer von Mobbing zu sein, bedeutet nicht nur, dass man oft vielleicht auch als erwachsener Mensch damit zu kämpfen hat, weil es neben der Familie eigentlich der soziale Raum ist, sondern es bedeutet natürlich auch, dass es eine ganz große Hürde für die schulischen Leistungen ist, weil Schülerinnen und Schüler, die gemobbt werden, gehen nicht gerne zur Schule, ducken sich auch manchmal weg und haben natürlich dann auch Probleme, das eigentliche Ziel, was irgendwie mit dem Schulbesuch auch noch verbunden wird, nämlich zu einem Leistungsziel mit Schulabschluss zu kommen, haben da eben halt auch Schwierigkeiten. Von daher denke ich greife das in dem Moment auch mal auf, was der Kollege Dr. von Bruch gesagt hat. Es gibt mehrere Felder, an denen wir noch arbeiten müssen. Herr Dr. von Bruch hat eben zu Recht auf die Lehrerinnenausbildung hingewiesen. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, da auch noch mal zu gucken, was kann man da machen. Vielleicht ist da ein eigenes Modul im Lehramtsstudium sogar möglich oder nötig. Das müsste man mal gucken. Zum Zweiten ist es natürlich wichtig, dass man ein bisschen mehr verlässliche Zahlen bekommt. Da gebe ich meinen Kolleginnen und Kollegen auch recht. Weiß aber auch, dass es schwierig ist, weil das Problem vom Mobbing kann eben halt gerade mal das auch sein, dass man es nicht so gerne eben anzeigt. Und es ist auch nicht immer sichtbar für diejenigen, die es an anderer Stelle anzeigen könnten. Von daher fände ich es eben wichtig, dass man den Austausch derjenigen, die sich unterstützend Schülerinnen und Schülern irgendwie zur Seite stellen sollen, die gemobbt werden, dass man diesen Austausch intensiviert. Und das können zum Beispiel Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen sein. Das können aber auch die Initiativen der Schülerinnen sein, die uns vielleicht das einfacher machen und auch irgendwie der Behörde es einfacher macht, an die alltägliche Realität vom Mobbing heranzukommen. Ein dritter Punkt, der ist hier noch gar nicht erwähnt worden, aber den würde ich jetzt gerne auch noch mal hier erwähnen, weil ich den für sinnvoll hatte. Der Anfrage kann man ja entnehmen, dass jetzt auch bei den Rebutzen Anfragen mit Mobbing-Hintergrund explizit ausgewiesen werden. Das finde ich begrüßenswert, das finde ich super. Und ich fände es an der Stelle aber auch total wichtig, dass wir hier zu Berichten und zur Auswertung kommen. Also ich würde mal sagen, wir sollten da einen Zeitraum von einem Jahr durchaus erstmal abwarten. Aber ich denke, das wäre wichtig, dass wir das irgendwie in der Bildungsdeputation auch mal evaluieren und mal gucken, was ist eigentlich der größte Punkt gewesen und aus welchen Gründen gibt es diese Anfragen bei den Rebutzen, aus welchen Gründen funktioniert Mobbing an welchen Schulen, weil das Problem bei Mobbing ist nämlich das, dass es eben halt funktioniert. Und wenn wir das verhindern können, dann haben wir auch schon einen großen Schritt getan. Von daher würde ich an dieser Stelle tatsächlich bitten, dass man das eben sich ernsthaft anguckt nach einem Jahr und auswertet. Danke Ihnen.